Mein Name ist Rolf Grano. Ich bin hier an der Fachhochschule Lübeck zuständig für das Thema E-Learning seit 1997. Und wir hatten schon vorher die Diskussion angefangen. Das ist in der Tat eine sehr lange Zeit. Überall die Entwicklung, in der wir auch unsere digitale Strategie kontinuierlich nicht nur definiert, sondern auch weiterentwickelt haben. Und immerhin, wir haben eine digitale Strategie, auch formal, seit 1997. Formal bin ich an der Fachhochschule Lübeck Beauftragter des Präsidiums für E-Learning und Weiterbildung. Ich bin Direktor des Instituts für Lerndienstleistungen, in dem die E-Learning-Aktivitäten inzwischen institutionell gebündelt sind, und Geschäftsführer der OnCampus GmbH, die als E-Learning Service Provider 2003 von der Fachhochschule gegründet wurde. Insgesamt haben wir im E-Learning-Bereich, im Institut und der OnCampus GmbH inzwischen ein Team von 70 Personen. Damit sind wir nicht nur von Innovationsgrad, sondern auch zahlenmäßig, glaube ich, die größte hochschulintegrierte Einrichtung in diesem Bereich. Und das ist nicht das Ende der Fahnenstange, das haben wir noch nicht mal intern diskutiert, aber ich gehe sehr wohl davon aus, dass wir in der kurzfristigen Perspektive bis 2018 tendenziell uns in Richtung auf 100 Personen entwickeln werden. Wir haben im Moment sehr viele Eisen im Feuer. Wir werden diese auch schmieden. Ich glaube aber, die Zukunft ist schon da und sie wartet nicht auf uns. Und wenn wir jetzt nicht die Gelegenheiten nutzen, die wir haben, und das heißt nutzen, um Expansion zu gestalten und das zu explorieren, was wir auch tatsächlich über diese Zeit aufgebaut haben, dann wird das auch sehr schnell an uns vorbeigehen, und das haben wir eigentlich nicht vor. Unser Ziel von Anfang an war es, Online-Bildungsangebote für alle zu schaffen, die Öffnung der Hochschule für neue Zielgruppen, für neue Kooperationen systematisch zu gestalten. Wir haben uns schon 1997 für die beiden Eckpunkte unserer digitalen Strategie entschieden, und ich glaube, wir waren mit beiden sehr klug beraten. Zum Ersten wollten wir das Internet nicht nutzen, um die Lehre für die Präsenzstudierenden zu verbessern. Das mag aus Sicht der Präsenzstudierenden nicht so nett gewesen sein, aber die meisten dieser Aktivitäten waren eben nicht nachhaltig, sondern wir haben von Anfang an den Ansatz gewählt, wir wollen jetzt das Internet nutzen, welches ja per se die Grundeigenschaft hat, keine Grenzen zu haben, nutzen, um neue Zielgruppen für unsere Hochschule zu erschließen, zusätzliche Studierende zu gewinnen, die bislang nicht an die Hochschule kamen. Und wir haben daraus dann die Aktivitäten entwickelt, um berufsbegleitendes Online-Studium und Online-Weiterbildung zu organisieren. Dieses ist auch im Mainstream der Hochschule inzwischen angekommen. Etwa 12% der Lübecker Studierenden sind Online-Studierende, sind Berufstätige, die hier in Lübeck studieren und die zumindest zum Teil auch große Entfernungen in Kauf nehmen. Wir haben ja immer einen erheblichen Satz von Online-Studierenden aus Baden-Württemberg und Bayern, wo es solche Angebote an den staatlichen Hochschulen bislang nicht gibt. Und die Präsenzen bei uns sind nicht mehr viele. Wenn es überhaupt einen Trend über die Jahre des Online-Studiums seit 2001 gibt, dann ist es der, die Präsenzphasen systematisch zu reduzieren, und die, die am meisten Erfahrung haben, haben die wenigsten Präsenzphasen bei uns in den Verbünden. Im Bereich der Online-Weiterbildung sind wir am erfolgreichsten mit den Kursformaten, die gänzlich auf Präsenzen verzichten, und damit kommen wir auch gut zurande. Der erste unserer Eckpunkte, neue Zielgruppe, berufsbegleitendes Studium. Der zweite Eckpunkt, das war damals einfach, wir hatten 1800 Studierende. So ambitionierte Ziele kann eine so kleine Institution nicht erreichen, schon gar nicht in einem so kleinen Bundesland. Und das Erste, was wir getan haben, war nicht, uns um Technik und Internet zu kümmern, sondern Partnerschaften zu suchen. Damals wurde schon der Grund gelegt für den Verbund der virtuellen Fachhochschule. Und in all dieser Zeit ist diese Kooperationskultur die wirklich zweite
Dominante. Wir haben immer nur gute Erfahrungen dadurch gemacht, dass wir das, was wir tun, mit anderen zusammentun, dass wir auch Dinge bei uns nutzen, die andere gemacht haben. Dazu gehört eben Moodle, das haben wir ja nicht hier erfunden, sondern dieses kam vom anderen Ende der Welt. Und wir haben sehr große Vorteile davon gehabt, dass wir dieses, was es schon gab, bei uns eingebunden haben. Deshalb haben wir im Laufe der Jahre dann auch gesagt, naja gut, wir nehmen alles Mögliche aus dem Internet heraus, da müssen wir auch den Gegenzug schaffen und die Dinge, die wir haben, auch offen ins Internet hineinbringen. Das war nicht ganz verträglich mit unseren Geschäftsmodellen. Wir haben aber auch dieses hinbekommen. Ich glaube, seit 2007 hat ja die Fachhochschule Lübeck on Campus einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem wir die werthaltigen Inhalte unserer Kurse öffentlich zur Verfügung stellen. Wir haben nun auch gerade die CC-Lizenz erweitert. Menschen dürfen sich das also nicht nur anschauen, sondern sie dürfen es auch weiterverarbeiten und weiter verbreiten als unseren Beitrag zur Rückgabe. Und genau aus diesem Gedanken, wenn Kooperationen so positiv sind, was können wir da geben, haben wir uns dann vor 2 Jahren auch entschlossen, uns aktiv in das Thema der offenen Online-Formate der MOOCs einzubringen. Wir haben dieses erprobt. Wir haben auch dieses neue Format der MOOCs aber inzwischen an unserer Hochschule strategisch implementiert. Wenn ich der HIS-Studie der letzten Woche glauben darf, sind wir bislang auch die einzige Hochschule in Deutschland, die tatsächlich eine so klare Strategie hat, was die Bedeutung von MOOCs bedeutet. Ich gehe gleich nochmal kurz darauf ein. Sie ist bei uns in die Strategie der Hochschule, aber auch unserer Online-Aktivitäten integral eingebettet. Die MOOC-Strategie als solches ist bis 2020 definiert und auch ausfinanziert. Sonst nutzt man ja eine Strategie nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich denn dieses betreiben will. Und wir werden bis dahin mindestens 40 eigene MOOCs produzieren und ans Netz bringen und hoffen aber, dass das, was wir getan haben, und dann komme ich zum Thema dieser Tagung auch, von möglichst vielen anderen mitgenutzt wird. Unsere Mission ist es also, die Bildungsbedarfe des lebenslangen Lernens für die Industriegesellschaft 4.0 zu befriedigen. Und dort sehen wir auch unser strategisches Handlungsfeld. Diese Idee der Industrie 4.0, und das ist die internetgetriebene Industrie, das ist die Phase des Internet of All. Und ich wage zu prognostizieren, dass 50 Jahre von hier sich überhaupt kein Mensch mehr vorstellen kann, was ein Zustand offline ist. Das wird es nicht mehr geben. Als jetzt der Preis des Stifterverbandes verliehen wurde, kam aus der Jury an andere Projekte nochmal immer wieder die Fragen, was ist denn eigentlich der didaktische Mehrwert von dieser Digitalisierung für die Präsenzstudierenden? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Ich könnte sie auch nicht gut beantworten. Nur hatten wir ein anderes Setting. Wir wurden nicht so gefragt. Die Frage lässt sich nicht gut beantworten. Das ist der eine Punkt. Die Frage ist aber auch nicht mehr relevant. Und das ist das, was wir umdenken müssen. Es geht gar nicht mehr darum, ob die Digitalisierung Mehrwerte didaktischer Art bringt, sondern es geht einfach darum, dass Menschen einfach nur noch digitalisiert leben und deshalb muss sich das Lernen hier einbetten. Es mag ja sein, dass für viele Anwendungsfälle das Auto kein Fortschritt gegenüber der Kutschfahrt ist. Das kann ich genauso gut mit einer Droschke erledigen. Aber auch für diese Anwendungsfälle gibt es keine Droschken mehr. Und deshalb ist die Frage der Digitalisierung von Lehre ein so zentraler Punkt, weil es nicht mehr darum geht, ich mache das dann, wenn es einen didaktischen Mehrwert hat, sondern ich muss es immer machen, weil alles digital ist. Dieses wird ein komplett anderes Verhalten im Mindset der Menschen haben. Und wenn Deutschland eine führende Industrienation bleiben will, bleibt gar nichts anderes übrig, als diese Trends auch im Bildungssystem konsequent zu nutzen und vorwärts zu entwickeln. Industrie 4.0 ist ja deshalb so diskutiert, weil das Internet plötzlich anfangen kann, auch die deutschen Kernkompetenzen in der Industrie, nämlich Automobil-, Maschinen- und Anlagenbau, zu beeinträchtigen, weil in Zukunft wettbewerbsentscheidend im Automobilentwicklung nicht mehr ist, wer baut die besten Motoren und Getriebe, da überholt uns so schnell keiner, sondern wer hat die beste Integration des Internet in das PKW. Deshalb ist dieses eigentliche Paradigma von Industrie 4.0, dieses Google Car, wo es nicht mehr darum geht, was ist da überhaupt für ein Motor drin,
sondern das Ding fährt selbst, weil es konsequent die Eigenschaften des Internet nutzt. Kurzum, die konsequente und frühzeitige Nutzung von Internettechnologien, das Internet of All, ist einer der Grundpfeiler, um überhaupt Deutschland als Industrienation mittelfristig wettbewerbsfähig zu halten. Wenn dem so ist, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass wir hier auch Menschen ausbilden, die in der Lage sind, sehr frühzeitig und innovativ damit umzugehen. Da, glaube ich, haben wir in Deutschland erheblichen Nachholbedarf. Das ist an anderen Ecken der Erde weitaus weiterentwickelt. Und da rede ich nicht nur über die USA. Und diesen Nachholbedarf müssen wir im Bildungssystem aufholen. Sonst verlieren wir in der Tat unsere strukturelle Wettbewerbsfähigkeit. Das ist jetzt die gesamte Mission. Ich glaube nur, es ist wichtig, sich dessen bewusst zu machen, weil wir aus dieser Mission heraus auch erst, sage ich mal, später quantitativ die Wachstumschancen erkennen können, die wir dann aber auch gerne nutzen wollen. Für das Jahr 2014 habe ich in meiner eigenen Organisation, im Institut für Lerndienstleistungen, wie auch in der OnCampus GmbH, das Jahresmotto gewählt, Lernen 4.0, Innovation des Lernens und Lernen für Innovation. Das heißt, wir haben auch begonnen, nicht ganz uneigennützig, denn daraus leiten wir unsere Expansionsstrategie ab, uns mit genau diesem Phänomen und der Gewichtung, was bedeutet denn die Digitalisierung des Lernens für uns, welche Möglichkeiten haben wir, damit beschäftigen wir uns jetzt sehr intensiv und eigentlich kommen wir auch gut vorwärts. Warum sind wir jetzt ein so großes Team? Es ist uns gelungen, durch die Konstruktion E-Learning als Infrastruktur aufzubauen. Wir machen nicht für alle möglichen Anwendungen irgendwelche kleinen Inseln, sondern wir arbeiten unsere Strategie standardisiert in einem großen Maßstab und können auf dieser Infrastruktur, die da ist, sehr einfach sehr hoch spezialisierte Systemlösungen finden. Ich glaube auch wenn ich es nicht empirisch belegen kann, dass wir hier in Lübeck die komplexeste Moodle-Implementierung zumindest mal in Deutschland haben. Wahrscheinlich nicht die größte, aber die komplexeste, was die Art der Moodle-Nutzung betrifft. Durch die Bündelung, und wir setzen inzwischen eigentlich alle Szenarien auf Moodle auf, ist es uns auch gelungen, sehr effizient, sehr unterschiedliche Lösungen zu betreiben. Wir nutzen Moodle und wir haben eine Vielzahl von Moodle-Installationen, ich weiß auch nicht mal mehr, wie viele es sind, für drei grundsätzlich verschiedene Szenarien. Wir betreiben auf Moodle Blended Learning, das ist noch die gängigste Art einer Moodle-Nutzung, wo wir den Lernraum für Präsenzstudierende zur Verfügung stellen. Dies machen wir für unsere eigene Hochschule, wo es flächendeckend aktiv im Einsatz ist, aber auch für andere Hochschulen. Unsere Kernkompetenz liegt allerdings im zweiten Szenario. Wir nutzen Moodle, um darauf Online-Fernstudium und Online-Weiterbildung zu praktizieren. Das machen wir mit dem Verbund der virtuellen Fachhochschule, wo wir auch sehr hohe eigene Wertschöpfung darin haben, die Lernumgebung von Moodle mit den administrativen Funktionen, die ich für solche Hochschulen und länderübergreifende Aktivitäten nun einmal habe, zu bündeln. Und der dritte Punkt, wir nutzen Moodle auch für die offenen Kurse, für unsere MOOCs. Das haben wir zum ersten Mal bereits im letzten Jahr praktiziert. Der Hanse MOOC lief bereits auf Moodle und der Fortschritt liegt darin, dass man nicht mehr sieht, dass es auf Moodle läuft. Aus diesen Erfahrungen haben wir uns dann noch einmal hingesetzt und systematisch ein neues Framework für MOOCs erarbeitet, welches ebenfalls auf Moodle aufbaut. Das ist Moin mit Doppel-O. Dieses werden wir im Verlauf dieser Veranstaltung in verschiedenen Workshops, die in der Agenda stehen, vorstellen. Wir werden in den nächsten Wochen die ersten 4 MOOCs auf dieser Moin-Plattform ausrollen. Und was jetzt zu unserer Strategie gehört, dieses ist nicht unsere Plattform, sondern wir haben sie entwickelt und stellen sie auch allen anderen zur Verfügung. Das ist genau die Weiterführung dieses OER-Gedankens, weil wir auch glauben, wenn wir dieses öffnen für alle, die es interessiert, werden wir am Ende auch sehr große Vorteile davon haben.
Die Herausforderungen, denen wir uns stellen, und das werden wir auch auf dieser Tagung vereinbaren, weil die Zukunft eben schon da ist und nicht auf uns wartet. Und wenn wir die Zukunft jetzt nicht annehmen, sind wir schneller Vergangenheit, als wir uns das träumen lassen. Bei Moodle müssen wir jetzt aufpassen. Das ist ja noch ein System, welches aus der PC-Welt schafft und welches eigentlich PC-Nutzer als Nutzer annimmt, von der gesamten systematisch. Das ist aber nicht mehr zeitgemäß. Die Paradigmen von Umgebungen im IT sind nicht mehr die klassischen, die wir vom PC her kennen, sondern die Menschen erwarten inzwischen die Entwicklung aus dem Bereich der mobilen Geräte hinaus. Am Anfang konnte man denken, naja, schon gar, wenn ich an Studium denke, ich kann ja nicht vom Handy aus studieren, das ist jetzt aber auch gar nicht mehr die Frage. Bei Smartphones sieht die Frage schon anders aus, also spätestens bei den Tablets ist es eine ganz andere. Was nun dieses Responsive Design von Moodle betrifft, ist das sicherlich ausbaufähig. Eine Moodle-Anwendung, auch unsere eigenen Kurse, sobald ich sie auf einem Tablet benutze, ist suboptimal. Damit müssen wir es aber auseinandersetzen, weil immer mehr unserer Lernenden ja nicht mehr vom PC aus arbeiten werden, sondern von diesen neuen mobilen Endgeräten aus. Wir haben uns jetzt natürlich nicht einfach gesagt, naja, das ist beklagenswert, sondern das ist ja ein zentraler Punkt von Wettbewerbsfähigkeit. Und wir haben es jetzt bei Moin, bei unserer MOOC-Plattform zum ersten Mal praktiziert, dass wir sagen, okay, wir nehmen jetzt die Aufgabe an, es macht Sinn, Moodle zu nutzen, weil die Funktionalität sehr weit und gut entwickelt ist und wir ja auch gute Erfahrungen damit haben. Wir müssen aber das Frontend komplett anders denken und wir müssen es aus dem Responsive Design und aus den mobilen Endgeräten herausdenken. Das haben wir in Moin praktiziert. Das Schöne an unserem Infrastrukturgedanken ist aber, wenn wir dieses für die MOOCs jetzt einmal so geschafft haben, sind wir natürlich auch in der Lage, da die Infrastruktur nach wie vor Moodle ist, dass wir diese Erkenntnisse, hoffe ich, auch relativ zeitnah, Andreas, auch auf die Lernräume im Bereich des Online-Studiums und der Weiterbildung umsetzen können. Das ist nicht ganz so dringlich, weil wir eine andere Klientel haben. Die meisten Berufstätigen, die sind ja etwas älter, Mitte 20 bis 30, arbeiten ja noch in PC-Umgebungen. Deshalb fällt es dort nicht so auf, dass die Nutzung des Lernraums vom Tablet aus nicht so ganz benutzerfreundlich ist. Und durch diesen Infrastrukturgedanken, denke ich aber, werden wir eine hohe Synergie haben, wenn wir jetzt von dem neuen Level, den offenen Kursen, wieder dahin gehen, die Innovation auch in unsere geschlossenen Kurse zu packen. Und ich hoffe, dass wir uns im Verlauf dieser beiden Tage, die jetzt vor uns liegen, auch hinreichend genau mit diesem Aspekt beschäftigen können. Was können wir denn jetzt dazu beitragen, diese Basis im Lernraum, die wir ja sehr bewährt haben, tatsächlich mit den, sage ich mal, Usability-Anforderungen der neuen Generation, die jetzt in die Lernräume hineinkommt, zu verknüpfen und auch hier wirklich hochattraktive Lösungen zu schaffen, die die Lernenden begeistern. Und nicht immer erklären zu müssen, naja, in der Organisation ist alles ganz schön und ich kann die Lernprozesse gut abbilden, es sieht nur nicht so schön aus. Das Auge lernt mit, Andreas, das war ein sehr schöner Wort. Das, was gut ist, soll auch gut aussehen und sich gut anfassen. Das ist eigentlich die Botschaft, die ich von Apple gelernt habe. Und in dem Sinne wollen wir jetzt auch dazu beitragen, diese Open-Source-Aktivität, die wir aufgenommen haben, jetzt auch schon im eigenen Interesse so weiterzutreiben, dass auch nach wie vor ein hochattraktives und hochwettbewerbsfähiges Produkt dabei ist, mit dem wir uns dann auch wirklich gut profilieren können. Das ist natürlich die Basis. Wenn ich wachsen will, brauche ich hier natürlich eine attraktive und hochwettbewerbsfähige Plattform. Ansonsten betreibe ich ja eher Ausverkauf. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche uns jetzt zwei fruchtbare, anregende Tage. Ich hoffe, dass alle in dem Gefühl dann auch zurückreisen, dass sich dieses gelohnt hat, hier in unsere schöne Hansestadt
zu kommen und darf mich, ich glaube, es gibt morgen keine geordnete Abschlussveranstaltung mehr, deshalb an dieser Stelle auch schon mal für das Organisationsteam, insbesondere Andreas Wittke, bedanken, die ja neben der Arbeit, die ansonsten auch noch zu erledigen ist und die wir nicht reduziert haben, hier wirklich ganze Arbeit geleistet haben und dieses hervorragend organisiert haben. Mein Dank gilt dann natürlich auch noch Frau Landes, die jetzt gar nicht mehr, ich glaube, sie ist nicht im Raum. Ich bedanke mich trotzdem bei ihr, die ja seitens der FH diese Organisation wirklich tatkräftig unterstützt hat und übergebe jetzt das Wort an Margin Dugyamas, um uns, sage ich mal, aus authentischster Sicht, die denkbar ist, über Moodle zu berichten. Vielen Dank.